Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to Lover 2 mit Makedonien. Und ja, wir sind da. Was ist das denn für ein Drecksack? Gut, die Armee von ihm ist nicht wirklich gut. Also das, was ich sehe. Hier gepanzerte Speere sind so, naja. Seht ihr ja links. Also die Moral ist ganz gut. Ja, was sonst mal. Gut, Falksträger. Mein Problem ist nur. Okay, nächste Runde sind die fertig. Die. Ja, okay, Kapitulation. 5 Runden. Also nächste Runde. 1, 2, 3. Gut, alles gut, alles gut. So. Wie sieht's denn hier oben aus? Genau, da ist ja noch die Generälen von den Feinden. Genau, der stellt sich. Nee, der stellt sich am besten hier hin. Also, mit der Brücke hätte es nicht geklappt, weil der ja in Gewaltmarsch ist. Deswegen. Ja. Und der packte schon. Der packte schon. Genau. Gut. Wie sieht's hier aus? Der ist schon in Position. Sie scoutet mal, was da drüben ist. Da ist nichts. Warte, war hier nicht in der Nähe irgendwo ein Feind noch? Nee. Okay, da ist eine Armee von mir. Da. Okay, also die wird jetzt zu. Ja, genau, und hier. Ich will. Genau, hier ist auch eine. Das heißt, die da. Die Armee wird erstmal die Abtrünnigen platt machen. Und die wird erstmal die platt machen. Dann werde ich mit dieser Armee Pergamon angreifen und mit der hier die da. Und dann mache ich hier die Runde mit der. Mit der mache ich hier die Runde. Die da wird dann anfangen. Ups. Ja, oder noch nicht. Die halte ich als Reserve. Weil ich weiß nicht, wo die ganzen Armeen von Pergamon sind. Und genau, der macht dann hier die Schlaufe. Okay, alles klar. So. Der ist halt am Bobbes der Welt, ne? Okay, der macht sich bereit für diesen Vorstoß. Okay, das erreicht er in, oder? Das erreicht er in einer Runde? Ja. Gut. Oder er macht sich bereit für diesen Vorstoß. Hier. Dann bekomme ich ja hier noch einen Admiral kaputt. Was sehr gut ist. Hey Kusch, wie geht's dir eigentlich? Verbündete. Ah, das ist alles mein Klientel. Krass. Gut. Ja, ich habe lange nicht mehr gespielt. So, ich glaube, so wie ich mich kenne, können wir gleich hier weiter drücken. Genau, das ist nicht meiner. Ah, die werden auch belagert. Die haben 11. Aber ja, also eigentlich haben sie 0. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was da abgeht. Vielleicht wäre es euch möglich. Und nö. Okay. Verfügbare Verteidigung. So.
Okay, er hat viel Kavallerie. Die da ist erstmal uns egal. Die gepanzerten Speere ist das, was interessant wird. Kommt natürlich drauf an, wo er angreift. Okay. Das wird interessant. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Gut, also hier ist ein Katapult, da ist ein Katapult. Das Problem bei den Katapulten ist, dass die eben stationär sind. Also die können halt nur in so einen Winkel schießen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die so auch noch ein bisschen schießen können. Dann hole ich die her. Ja, vielleicht kann... Feldartillerie wartet auf Befehle. Genau, Bonus gegen Infanterie und hier ist Schaden gegen Gebäude. So, gut. So. Hopliten. Die hauen sich erstmal hier hin. Die hauen sich erstmal hier hin. Ja, doch bitte Information. Und die Pikeniere hauen sich erstmal hier hin. Hier bitte, ja, Bürgerwehr. Dreh dich um. So. Au. Das ist schlecht. Okay, ich muss mit allem, was ich habe, muss ich versuchen, das hier kaputt zu machen. Oh, oh. Ah, super, der. Wohin schießen der? Der kann so weit schießen. Hey, der war gar nicht schlecht. Warte, ich muss die noch brennen. Und brennen. Und genau, passt. Warte, ich mach mal die. Weil mit denen habe ich eher die Chance, dass ich treffe. Ich muss diesen Rambock fertig machen. Diese Leiter. Geh weg, Leiter. Ah, huh. Ich habe doch gesagt, dass ihr versuchen sollt, den Platz zu machen. Ja, das war daneben. Ah, die Leiter. Ja. Ah, der ist gut.
Wieso hält er so viel aus? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, warte, ich mach mal die. Ah, der war viel zu tief. Der war zu hoch. Na gut. So. Ist ärgerlich, dass er jetzt hier angreift und nicht nur am Tor. Am Tor ist er übrigens schon angekommen, ne? Apropos, also, nix. Sorry. Ich habe gerade, Sparta gespielt. Und das ist ja alles noch für Anfänger gemacht. Genau. Und ich wollte gerade erklären, wie man das macht. So. Das ist jetzt halt echt doof. Dass eine gesamte Einheit ist umgekommen. Dass ich nicht mehr das Tor besitze, quasi. Ein bisschen blöd jetzt. So. Ja, Torschande. Unsere Tore sind komplett zerstört. So, aber das bringt ihm gar nichts. Weil jetzt stelle ich mich einfach so hin, dass ich mit meiner Pickenverdanks hier bin und dann ist alles gut. Ja, jetzt kommen seine ganzen Einheiten und ich habe das Öl. Entschuldigung. Das ist halt richtig assi. Das ist halt ultra assi. Da sind ja noch weitere. Ich erwarte eure Befehle. Na schön, dann ist das doch nicht so krass assi. Doppelte Geschwindigkeit! Stolze Söhne Makedonien! Anschlösende Kirche! Bürgerwehr! Männer wanken! Schleuderer! Ja, das ist jetzt Kacke. Dass er von mehreren Seiten angreift. Das macht er auch echt selten. Ja, Kommandant.
macht er auch sehr selten. Und jetzt gehört halt das Tor nicht mehr mir. Deswegen, ja. Deswegen fließt da kein Öl mehr. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut. Vor der Schlacht. Ja, nächste Runde oder übernächste Runde kommen dann meine. Das ist, schaut mal, 400 habe ich gekillt und 800 hat er verloren. Na, ja okay, also 300 hat allein, haben allein die Pikinier gekickt. Ja, diese Pikiniere. Oh, egal. Das habe ich nächste Runde wieder. Oh, hallo. Ernsthaft? Das schaffe ich nicht. Hä? Aber warum sollte ich das denn nicht schaffen? Warum sollte ich das denn nicht schaffen? So, ja, der ist eigentlich egal, aber den tue ich mal da drauf. Falls der irgendwas versucht. Aber wie soll der denn das gewinnen wollen? So. Bitte alles auf die Katapulte hier. Jetzt macht halt. Der war ein Tick zu weit weg. Also ein Katapult haben wir schon, das ist gut. Ah, das ist okay. Ah, ein zweites haben wir. Viel zu weit. Daneben.
Die zählt bestimmt noch. Was ist daneben? So, der da ist es. Volltreffer? Nein! Ganz knapp. Ah, gut. Hallo. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Hä? Nee. Schön hier angreifen. Steinschleuderer! General! Mal schauen, ob er komplett da runter geht. Ja. Steinschleuderer! Geschosse warten auf Sie! Schwerinfanterie bereit! General! Schnell vorrücken! Viken-Infanterie zu eurem Diensten! Viken! Kein Hilfe! Obliegen! Männer wanken. Hä? Oh, warte mal. Ich hab da etwas vergessen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Mhm, die sind auch furchtbar versteckt. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General wird angegriffen. Ich erwarte eure Befehle. Jetzt fängt er auch schon damit an. Warte. Nein, ich will... Nein, ich will die da haben. Danke. Hatschi! 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 General hat gerade ein bisschen Trouble, glaube ich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das geht. General! An die Waffen! Oh, wieso sind die immer noch standhaft? Oh Mann. Hopp!
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Tja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die gewinnen. Wieso bekommt der jetzt ein Level up, wenn der gerade so verliert? Zum Glück packt er gerade hier rum. Okay. Speerträger! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Eure Befehle? Geschosse warten auf Ziele! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Ja, irgendwie, ja, cool ist es nicht. Eine scheiße Idee.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, jetzt. Schneidschleuderer! Okay, alles klar. Gut. Jo, ne? Bürgerwehr! Doppelte Geschwindigkeit! Vorliste! Ist echt spannend gerade. Oh. Lustig ist, dass die noch gegen mich komplett gewinnen können. Die können so easy gegen mich gewinnen. Das sind so gute Einheiten. Aber freundlich von ihm, dass er mir den Rücken zudreht und ich ihn komplett, ja, beschießen kann. Ja, naja. Wie gesagt, er hat sich festgebackt und naja, das nutze ich gerade aus. Nur ein bisschen. So, jetzt gebe ich ihm den Rest. Okay. So. Okay. Aber der. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wäre, aber. Ja, er hatte auch krasse Einheiten, aber. Ja. Das war trotzdem. Also ohne die zwei großen Bugs quasi hätte ich nicht gewonnen. Einsatz von Söldnern will ich nicht. Tochter wird erwachsen, das ist gut. Politiker, okay. So, super. Dann schauen wir mal. Schauen wir nächstes Mal, weil jetzt ist schon wieder vorbei. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.